So, Sonntagmorgen, 11 Uhr, hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Trading Insights. Ich begrüße alle recht herzlich und heiße auch den Ingmar heute wieder willkommen in unserem Kreis. Ja, hallo René, hallo auch in die Runde, guten Morgen. Wir haben heute drei Trading-Chancen. Die erste haben wir zuletzt schon mal so ein bisschen angesprochen. Die werden wir relativ kurz abhandeln, weil die auch noch nicht so akut ist und wahrscheinlich ist auch da nur möglich ist, die mit Futures umzusetzen. Und bei den anderen beiden werden wir dann auch, was die mögliche Produktauswahl angeht, ein bisschen tiefer drauf eingehen. Aber bevor wir das tun, werden wir uns nochmal den rechtlichen Hinweisen widmen. Wie immer richten wir uns auch heute an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung im Bereich Hebelprodukte. Alles, was wir besprechen, dient nur Demonstrationszwecken und ist nicht als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, und auch nicht als Anlageberatung zu verstehen. Und die hier besprochenen Produkte beinhalten natürlich ein hohes Risiko, das bis hin zum Totalverlust reichen kann. Der Emittent kann ausfallen. Das ist hinlänglich bekannt. So, wir wollen direkt loslegen. Das Wetter wird zumindest hier in der Region ein bisschen besser, deshalb vielleicht schaffen wir es heute auch wieder pünktlich fertig zu sein, damit ihr das Wetter ausnutzen könnt. Erster Markt, den wir besprechen wollen, Lean Hogs, Magerschwein. Mit Sicherheit einer der exotischeren Märkte, haben viele wahrscheinlich noch nicht gehandelt. Wir haben immer wieder darüber gesprochen. Viele gehen meiner Erfahrung nach oder unserer Erfahrung nach so vor, dass sie sagen, ich möchte den DAX handeln und dann versuchen sie Strategien zu finden, die im DAX irgendwie funktionieren und übertragen Strategien von irgendeinem ganz anderen Markt auf diesen Markt. Und ich mache das genau andersherum. Ich schaue, in welchem Markt es gute, auffällige Regelmäßigkeiten gibt, welcher Markt mit bestimmten fundamentalen Herangehensweisen gut handelbar ist und gut kalkulierbar ist oder besser kalkulierbar ist als andere und handle dann in diesen Märkten. Mir ist es völlig egal, ob das Magerschwein ist, ob das der DAX ist, der S&P oder Gott weiß was. Hauptsache, es funktioniert. Und ich glaube, so sollte man eben vorgehen. Ich meine, wenn man jetzt mal die Brücke ganz woanders hinschlägt, bei der Partnerwahl, sollte man das ja wahrscheinlich auch so machen. Da sagt man ja auch nicht, okay, ich möchte jetzt diese Frau da hinten haben und gut, die ist Wrestlerin, ich bin Schachspieler, passt vielleicht trotzdem, die ist 1,90 Meter groß, ich bin 1,40 Meter groß, vielleicht schrumpft sie ja. Also im Endeffekt, da ist es ja auch so, dass man schaut, wie passt das, wo sind Gemeinsamkeiten da und ja, warum man das bei den Märkten anders macht, das hat verschiedene psychologische Gründe. Das würde den Rahmen sprengen, das zu erklären, aber es ist einfach ein Faktum, dass ganz, ganz viele sich ja auch, ich sage jetzt ja nicht mal, dass jeder jetzt hier auf einmal dann mit Magerschwein anfangen muss zu handeln, aber alleine jetzt in den Indizes gibt es Märkte, die sind ein bisschen besser kalkulierbar und sind besser handelbar, weil sie effizienter sind mit bestimmten Setups und es gibt Märkte, die sind chaotischer. Und wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen dem S&P und dem FDAX, würde ich immer den S&P nehmen, wenn ich mich entscheiden müsste. Ich handle beides, aber ich würde immer den S&P nehmen, weil der ist effizienter. Ganz viele nehmen aber den DAX, weil sie glauben, sie kennen den besser. So, was natürlich Quatsch ist. Der Markt, die Aktien, die da drin sind, die Unternehmen kennt man genauso gut wie die Unternehmen, die im S&P 500 drin sind. Und weiß genauso wenig, was die jetzt exakt da geschäftsmäßig machen. Von daher, ich glaube, das ist ein großer Fehler. Deshalb will ich auch immer mal wieder so ein bisschen diese Denkmuster aufbrechen und zeige halt hier auch mal solche Märkte. Lean Hogs ist der Markt, der nach zyklischen Mustern am stärksten und am zuverlässigsten ist. Man sieht das hier, hier haben wir einen 450-Tage-Zyklus und der hat was mit der Lebensdauer der Tiere zu tun. Natürlich kein schönes Thema, sehe ich genauso. Aber wenn wir jetzt natürlich diese moralische Komponente ins Feld führen, dann dürfen wir am Ende gar nichts machen, meiner Meinung nach, weil wenn ich auf einen steigenden Aktienkurs setze, dann muss man sich nur mal umgucken. Das ist dann im Endeffekt eigentlich auch unmoralisch, meiner Meinung nach, weil was wird ein Unternehmen machen, um seine Aktionäre
ja, positiv zu stimmen. Es wird immer gewinnoptimierend, gewinnmaximierend agieren. Das heißt, es wird Niedrigstlöhne zahlen, es wird Leute entlassen, um eben die Gewinnmargen zu steigern. So, das heißt, da leiden auch Leute drunter. Und wenn man sich mal bewusst macht, was 1% mehr Arbeitslosigkeit bedeutet, das sind, ich habe das mal für die USA, hat das mal ein Wissenschaftler gesagt, oder das wurde auch in dem Film The Big Short auch erwähnt, 1% mehr Arbeitslose bedeutet 40.000 Tote. Also wenn man wirklich moralisch agieren möchte, darf man gar nichts an der Börse machen. Aber ich verstehe auch jeden, der Ingmar ist ja zum Beispiel auch Vegetarier, er ist wahrscheinlich jetzt nicht derjenige, der jetzt bei Lean Hogs unbedingt was machen wollen würde, kann ich nachvollziehen. Aber im Endeffekt, meiner Meinung nach, müsste man dann eigentlich komplett die Finger davon lassen, weil alles hat irgendwo, wenn es Vorteile für uns hat, für irgendwen oder ein Tier oder für wen auch immer, Nachteile. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Hier gibt es einen 450-Tage-Zyklus, der eben mit diesem Produkt, in Anführungszeichen, mit der Lebensdauer dieser Tiere zu tun hat. Und der ist extrem präzise. Normalerweise könnt ihr ja auch mal probieren. Ihr könnt jetzt einen Zyklus einzeichnen beim Goldpreis. Der Goldpreis ist auch einigermaßen zyklisch handelbar. Aber zeichnet da mal einen Zyklus ein für die letzten 6, 7 Jahre. Da werdet ihr irgendeinen Zyklus finden. Und dann versucht mal den Chart nach links zu scrollen und versucht diese zyklischen Muster dann dort weiter, die Termine zu zeichnen. Ihr werdet sie zeichnen können, aber sie werden nicht treffen. Also bei den meisten Märkten ist das so, dass diese Zyklen eine Zeit lang funktionieren. Und wenn ich sie dann aber zu weit nach hinten stretche oder auch nach vorne in die Zukunft, funktionieren sie nicht mehr. Hier gibt es natürlich jetzt auch keine hundertprozentige Garantie, dass das immer weiter so funktionieren wird. Wenn sich fundamental etwas ändert, sowieso nicht. Aber es ist auf jeden Fall der Markt, in dem es am beständigsten ist, zwischen diesen roten senkrechten Linien, das sind immer die Short-Zeitpunkte, das sind immer die Short-Zeitpunkte, und zwischen den grünen senkrechten Linien, das sind die Long-Zeitpunkte, da liegen immer 450 Tage. Also es ist einfach stupide 450 Tage Abstand zwischen den Hochs, also von Hoch zu Hoch, und beziehungsweise Short-Zeitpunkt zu Short-Zeitpunkt und zwischen den Tiefs, beziehungsweise Long-Zeitpunkt zu Long-Zeitpunkt, grüne Linien, sind immer 450 Tage. Und dafür, dass das ein so stupides Muster ist, ist es sehr, sehr treffsicher. Darf allerdings oder sollte meines Erachtens niemals die alleinige Entscheidungsgrundlage darstellen. Wird es auch jetzt nicht tun. Aber es gibt mir jetzt schon mal den Hinweis, dass ich in den nächsten Wochen, und das haben wir jetzt schon auch so ein bisschen angefangen im Trading Room, dass ich bei Lean Hogs versuche, auf der Short-Seite reinzukommen, hohe Short-Einstiege zu haben, wohl wissend, dass wir im Moment natürlich mit der Schweinegrippe in China, in der Mongolei, in Vietnam, also in diesem ganzen Raum dort um China herum, dass wir dort natürlich ein akutes Problem haben. Wenn ihr diejenigen, die die Bild-Zeitung lesen, ich glaube, inoffiziell macht's jeder, offiziell machen es wenige, aber da gab es auch jetzt, ich glaube am Freitag war es, gab es auch einen Artikel, der sich genau damit befasste, der nämlich, in dem nämlich berichtet wurde, dass im Moment China als großer Schweinefleischkäufer im europäischen Markt auftritt, weil die ihren Eigenbedarf aufgrund dieser Schweinegrippe nicht decken können und weil sie natürlich im Handelsstreit mit den USA sind. Deshalb kaufen die hier den Markt leer, und deshalb wird wahrscheinlich auch das Fleisch hier so 20, 25% teurer in diesen Wochen. Und da wurde auch so gesagt, von einem Experten, muss man immer vorsichtig sein, man weiß ja nicht, ob das wirklich ein Experte ist oder ob es jetzt irgendwie einfach nur einer ist, der sich dafür interessiert und den die als Experten zitieren. Auf jeden Fall, da wurde gesagt, das kann noch so 2, 3 Wochen andauern, diese akuten Käufe. Das würde sich mit diesem zyklischen Muster einigermaßen decken, wobei, wie gesagt, das darf niemals der alleinige Entscheidungsträger sein. Es gibt hier noch den COT-Report, der uns da auch hilft. Hier sehen wir, schauen wir den Rohreport, die Rohfassung, also einfach den schriftlichen Report. Und da sehen wir hier bei den Produzenten-Shorts, sehen wir 50,4% Anteil am Open Interest. Das heißt, von allen offenen Short-Kontrakten wird über die Hälfte von den Produzenten gehalten. Und ob das jetzt viel ist oder wenig, das muss man eben anhand der Historie sehen. Das ist in jedem Markt unterschiedlich. Man kann, wenn man den COT-Report lesen können möchte, kann man also nicht sagen, okay, immer
70% sind immer viel, 30% sind immer wenig, sondern das ist von Markt zu Markt unterschiedlich, weil in jedem Markt auch die Hedger unterschiedlich dominant sind. Die sind in einigen Märkten extrem dominant. Es sind sehr stark Hedger-lastige Märkte, also sehr, sehr viele Produzenten und Abnehmer dort vertreten. Und andere Märkte sind, gerade Lean Hogs ist zum Beispiel auch so ein Markt, durch die Klassifizierung sind hier zum Beispiel auch die Kleinspekulanten, die sind hier relativ stark vertreten. Auf jeden Fall kann man jetzt nicht pauschal sagen, 50% ist viel. In dem Fall ist es aber eine relativ extreme Positionierung. Wenn wir hier mal die Historie sehen, hier oben der Lean Hogs Preis. Und nebenbei bemerkt, wie man hier sieht, ein Range-Markt. Das ist auch immer ganz wichtig. Wir haben in der GoFo Professional Ausbildung, wenn ihr euch erinnert, diejenigen, die dabei waren, haben wir eine Einheit gehabt, die da lautete: Rohstoffe sind Range-Märkte. Und dann haben wir, ich weiß gar nicht, wie viele es genau waren, haben wir locker ein halbes Dutzend oder sogar 10 Märkte besprochen, was die für grobe Ranges haben. Da zählt auch Kaffee dazu. Kaffee immer so zwischen 80 und 100 Cent kaufen, zwischen 200 und 300 Cent verkaufen. Orange Juice zählt dazu, immer so zwischen 80 und 100, 110 einsteigen und zwischen 200, 220 beziehungsweise 180 und 220 verkaufen. Und Lean Hogs ist natürlich auch dabei. Man sieht das hier, langfristig läuft dieser Markt im Prinzip in der Range. Wenn er stark gestiegen ist, fällt er auch wieder stark. Wenn er stark gefallen ist, steigt er wieder stark. Und hier unten haben wir dann eben das Percent of Open Interest der Produzenten. Also das zeigt mir an, wie viel Prozent der gesamten offenen, aktuell offenen Short-Kontrakte sind von den Produzenten oder werden von den Produzenten gehalten. Und da sehen wir, in der Spitze waren das mal knapp 60%. Das war hier vor diesem Einbruch und hier. Und das war auch hier. Also wenn wir bei 60% sind, ist der Markt, zumindest nach der Historie, die wir haben, ein Markt, den man aggressiv shorten kann. Wir müssen immer berücksichtigen, das ist die Vergangenheit. Die Zukunft kann ein bisschen anders aussehen, aber wenn wir uns an der Vergangenheit orientieren, sind 60% auf jeden Fall extrem. Oftmals hat der Markt aber auch schon korrigiert, beziehungsweise ist zu einer Seitwärtsbewegung übergegangen, was ja auch okay ist, wenn ich einen Short-Versuch unternehme, wenn wir so bei 50, 52, 55% lagen. Das heißt, ich habe hier eine Streuung. In der Regel ist es sinnvoll, man kriegt hier diese lokalen Hochs, hier vor dem Einbruch, hier auch. Hier auch, man kriegt die zwischen 50 und 60% Shorts im Open Interest. Wenn dieser Anteil da ist bei den Produzenten, dann fange ich an, Short-Positionen aufzubauen. Da ich das nicht perfekt hinbekommen werde, da ich also nicht exakt das Hoch treffen werde, gerade in so einer Phase nicht, ist es so, wir machen das im Trading Room ja schon auch ein Weilchen, haben relativ viele Trades gehabt in den Lean Hogs, dass ich natürlich nach den Daily Price Limits auch gehe. Wir haben manchmal jetzt, wir hatten jetzt eine Situation, wo wir 2 Cent höher eröffnet haben schon. 3 Cent war das Daily Price Limit und dann habe ich zum Beispiel in der Nähe des Daily Price Limits eine Short-Position reingenommen. Danach timen wir das, wir haben prozentuale Werte und wir haben natürlich auch, also prozentuale Werte, wie stark der Markt in welcher Zeit ansteigt. Und wir haben natürlich auch Erfahrungswerte, was die Saisonalität angeht. Und die zeigt hier in diesem Markt so ab Mai, Juni. Da sollte man auch Positionen aufbauen. Ab Juli, August, das sind so die Monate Juli und August, in denen es dann wirklich auch korrigiert. Heißt also, ich habe eine Streuung. Ich baue jetzt in diesen Zeiten bei Stärke Positionen auf. Also nicht vielleicht, wenn das 5 Tage gefallen ist, Short, sondern wenn es vielleicht 6, 7 Tage in Folge gestiegen ist, mal dann eine Short-Position rein und versuche einen Teil länger laufen zu lassen davon. Wir haben eine ganz interessante Konstellation, das kann aber noch mehr ins Extrem gehen. Und auch preistechnisch sind wir so in der Region beim Juli-Kontrakt, den ich handle, sind wir jetzt so in der Region um 100 herum, 100, 101, 102. In der Historie gab es schon mal Preise von 130. Also auch da muss man natürlich sehr genau wissen, kann mein Konto das aushalten, diese temporären Schwankungen, die da auftreten können. Mein Konto kann es aushalten, wenn ich mit wenig Kontrakten agiere. Muss aber jeder für sich wissen. Also das würde bedeuten, angenommen, jemand ginge jetzt bei 100 rein und wäre bei 130 immer noch drin und würde nicht ausstoppen und dergleichen, dann hätte er 30 mal $400 verloren. Das heißt, wir wären bei 12.000 Dollar Buchverlust. So, die muss ein Konto aushalten können und dann muss ich immer noch handlungsfähig sein. Oder ich muss eben ein Stop-Management haben, wo ich rausgehe, wenn es nach oben geht, wieder einsteige.
Da muss man also schon einen sehr genauen Plan haben, aber Lean-Hox ist einer der Märkte, in denen im Moment Action ist und deshalb ist der natürlich sehr, sehr spannend. Aber wir haben das Problem ja in einigen Märkten, ich glaube, ich habe es auch im letzten Update von der Million-Dollar-Challenge mal gezeigt, weil es mir wichtig ist, dass jeder sich der Restriktionen bewusst ist, der Einschränkungen und auch der Schwierigkeiten, mit denen er hantiert. Da haben wir knapp ein halbes Dutzend Märkte, die eigentlich sehr, sehr gut zu timen sind. Wo man aber das Problem hat, sie sind eigentlich überhaupt nicht zu hedgen. Also bei Lumber zum Beispiel, sehr, sehr dünner Markt, da kann sich kein Emittent hedgen. Abgesehen davon, außer uns paar Leuten, wird das ja kein Mensch handeln wollen. Also muss man auch verstehen, dass es darauf wahrscheinlich eher keine Produkte gibt. Bei Lean-Hox ist es auch schwierig, da kann der Ingmar nachher auch kurz was dazu sagen zu den Produkten. Ich glaube, es gibt ETFs, aber das ist natürlich auch nicht so das optimale Produkt dafür. Dann haben wir Sojabohnenmehl. Für Sojabohnen gibt es Produkte. Sojabohnenmehl werden wahrscheinlich ganz wenige Leute handeln wollen. Darauf gibt es auch keine Produkte. Bei Reis und bei Hafer das Gleiche. Sind sehr gut zu timende Märkte, aber man kann sie eben nicht mit jedem Produkt handeln und sind zum Beispiel im Future auch vergleichsweise günstig von der Margin. Aber wer kein Futures-Konto hat, dem bleiben diese Märkte eben verschlossen. Es gibt genügend andere Märkte, das wird jetzt einen nicht umbringen, wenn man die Märkte nicht handeln kann. Aber wenn man sich eben fragt, okay, wo ist denn der Unterschied zwischen der Million-Dollar-Challenge und dem Live-Trading-Room oder zwischen dem Projekt, was wir jetzt am 1. Mai starten, wo kann denn da der Unterschied sein zu anderen Projekten? Ja, eben genau da, dass mit bestimmten Produkten bestimmte Märkte besser handelbar sind als mit anderen und man hat immer irgendwelche Einschränkungen. Also zusammengefasst, Lean-Hox, sehr interessanter Markt, hat aber noch ein bisschen Varianzspielraum. Ich gucke auch jede Woche oder fast täglich gucke ich auf die Nachrichtenlage dort, ob es neue Ausbrüche gegeben hat. Da gab es neulich noch mal einen Schub. Vor der vergangenen Woche gab es noch mal einen Schub, wo sich das dann in der Mongolei auch ein bisschen ausgebreitet hat. Vietnam, da ist es übergeschwappt vor 2 Wochen. In China gab es auch jetzt ein paar kleinere Ausbrüche nochmal, aber ja, ist jetzt nicht mehr so ausgeweitet worden oder ausgedehnt worden, wie es schon vor ein paar Wochen der Fall war. Aber bleibt ein Markt, der sehr unter Spannung steht. Nur eines muss auch klar sein, die Margen steigen jetzt natürlich enorm für die Farmer und das wird natürlich auch den Preis dann mittel- bis langfristig wieder drücken. Das heißt, ich versuche generell auch, gerade bei Rohstoffen, ist es auf der Short-Seite eigentlich noch viel attraktiver, weil es schneller geht, als wenn man auf der Long-Seite einsammelt und dann wartet, bis es steigt. Es sei denn, man hat Situationen, wie wir sie im Rohöl haben, wie wir sie in Hafer haben. Hafer können wir jetzt mit Zertifikaten nicht handeln, wie wir sie im Benzin haben und auch schon ein Stück weit oder ansatzweise im Kakao. Im Rohöl haben wir eine Backwardation-Situation und es gibt Märkte, bei denen Backwardations sehr bullish sind, bei denen Backwardations also zu steigenden Preisen führen und es gibt Märkte, bei denen das nicht funktioniert. Und das musste ich auch erst mal lernen mit der Zeit. Ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, weil ich am Anfang, als ich mal das Phänomen der Backwardation, also der inversen Terminstruktur, normale Terminstruktur schaut so aus, wie hier ab März 2020 im Kakao, also steigend, hintere Preise sind teurer als die vorderen. Das wäre eine normale Terminkurve. Und invers ist eben so wie hier, also eine Backwardation, wie bei Benzin, da sind die vorderen Kontrakte teurer als die hinteren. Was insofern in Anführungszeichen unlogisch ist, als wir bei späteren Lieferterminen eigentlich eine größere Unsicherheit haben. Wir wissen nicht, was passiert, wie wird der Markt beeinflusst. Wir haben Lagerkosten, wir haben Zinskosten und so weiter und so fort. Von daher haben wir eigentlich in normalen Terminkurven immer die hinteren Kontrakte teurer als die vorderen. Wenn das umgekehrt ist, dann haben wir Situationen wie jetzt im Moment zum Beispiel mit Libyen, dass es entweder eine geopolitische Krise gibt, irgendeine Eskalation oder dass es einen Ernteschaden gibt bei einem Agrarrohstoff, dass es eine akute Kaufneigung über die Frontmonate gibt, wie im Palladium jetzt schon seit knapp 2 Jahren, glaube ich, mittlerweile, weil sich da fundamental etwas geändert hat, weil eben die Industrie sehr massiv diesen Rohstoff kaufen muss, weil eben zum Beispiel mehr Katalysatoren mit diesem Produkt produziert werden, als es früher der Fall war.
Also da gibt es normalerweise dann immer einen fundamentalen Grund, der den Preis über die Frontmonate nach oben drückt. Und es gibt aber Märkte, bei denen das dann trotzdem nicht funktioniert. Kakao zum Beispiel ist so ein Markt, bei dem man zwar über die Terminkurve was rauslesen kann, also über relative Stärke in der Front schon, aber eine klassische Backwardation hat dort auf lange Sicht, wenn man das auswertet, keinen statistischen Vorteil. Also funktioniert dort nicht. Bei Palladium funktioniert es sehr gut, bei Lumber funktioniert es sehr gut, bei Crude Oil, Benzin funktioniert es auch sehr gut. Das sind Märkte, bei denen die auf eine Backwardation wirklich sehr gut anspringen. Und dann gibt es aber Märkte auch wie Baumwolle und auch Kakao. Bei Kakao, wie gesagt, es macht schon Sinn, auf die Terminstruktur zu schauen, aber klassische Backwardations haben dort keinen statistischen Vorteil. Und das weiß ich, seitdem ich eben in Kakao auch mal ordentlich daneben gelangt habe mit einer Backwardation und die sich zwar dann irgendwann aufgelöst hat, aber das war 25% tiefer. Und dann habe ich mich mal hingesetzt und habe für jeden einzelnen Markt, und das sind viele Märkte, die Terminkurven für die letzten 15 bis 20 Jahre durchgeklickt. Es sind jetzt noch ein paar Märkte, die ich noch nicht untersucht habe, aber es sind keine Märkte, die ich oft handle. Aber auch da ist es so, gerade wenn jetzt so, was wir in Deutschland ja für eine Denkweise haben, wir denken irgendwie so, okay, jemand muss, wenn er das hauptberuflich macht, muss er, irgendwann lernt er das und dann muss er alles wissen. Und das ist eben genau eine sehr, sehr falsche Denkweise. Wenn ihr euch mal zum Beispiel Ray Dalio anschaut, der Bridgewater Manager, ich spreche oft von dem, weil es eine interessante Persönlichkeit ist und weil er ein Paradebeispiel dafür ist, wie erfolgreiche Leute eingestellt sind, wie sie denken und er das Pendant bildet zu denjenigen, die eben genau andersherum sind, also die eben völlig falsche Vorstellungen haben. Er hat in seinem Twitter-Account, vielleicht der ein oder andere folgt ihm vielleicht von euch, hat in seinem Twitter-Account als Berufsbezeichnung Professional Mistake Maker drin, also professioneller Fehlermacher. Und genau das ist es. Also man wird immer, meiner Erfahrung nach, man wird immer nur dadurch sich weiteres Wissen aneignen und etwas forschen, wenn etwas nicht funktioniert hat. Ich hatte im Kakao damals, als ich das erste Mal was über Backwardations gelesen habe, hatte ich, glaube ich, danach eine Backwardation im Kakao gehandelt. Das war tatsächlich eine von zwei Backwardations, die in den letzten 15 Jahren funktioniert haben, oder eine von dreien. Und dann war natürlich mein empirischer Erfahrungswert, aha, das soll so laufen und zack, es lief so. Dann habe ich nochmal irgendwann eine gehandelt, auch im Kakao, die war auch erfolgreich, nicht so bombastisch, aber sie war erfolgreich. Also war mein empirischer Erfahrungswert, okay, ich habe das zweimal dort gemacht, funktioniert. Dass man jeden Markt aber nicht nur stupide nach diesem Muster handeln sollte, sondern dass man das wirklich mal untersuchen muss, funktioniert das denn dort oder waren das einfach nur Zufallstreffer? Darauf kommt man erst, wenn man eben die dritte und vierte Erfahrung macht, wo genau das Gleiche in genau dem gleichen Markt nicht funktioniert. Deshalb weiß ich heute, wie es bei Backwardations wirklich ausschaut, wo das funktioniert und wo es nicht funktioniert. Und vor 10 Jahren wusste ich das noch nicht. Und vor 6, 7 Jahren hatte ich diesen Bedarf auch noch nicht, dass ich das untersuche. Und es wird mit Sicherheit auch irgendwelche Sachen geben, die ich heute noch nicht weiß und die ich in 2 Jahren dann weiß. Also meiner Erfahrung nach funktioniert es nur so. Aber in Deutschland haben wir da irgendwie so eine etwas skurrile Sichtweise. Wir glauben, okay, jemand lernt einmal was, macht seine Ausbildung und dann muss er alles wissen. Und das ist natürlich Quatsch. Diejenigen, die in ihren Berufen wirklich sehr erfolgreich sind, also ich spreche jetzt nicht davon, dass irgendeiner mit Trading da mal ein paar hundert Euro oder ein paar tausend Euro verdient, sondern ich spreche jetzt von Leuten wie Ray Dalio, Hedgefondsmanager, Nassim Taleb und so weiter, wie sie alle heißen, Warren Buffett. Das sind alles Leute, die eben nicht so abgehoben sind und meinen, sie würden keine Fehler machen, sondern die im Gegenteil permanent davon sprechen, sie machen Fehler, lernen daraus. Und das ist etwas, was wir hier, glaube ich, gar nicht haben. In dem Moment, wo ich sage, hier, da habe ich was gelernt, was ich vor 3 Jahren noch nicht wusste, wird jeder sagen, ja, was bist denn du für eine Pfeife? Da hättest du dich mal besser erkundigen müssen. Und ich gestehe jedem seine Meinung zu, aber meine empirische Erfahrung ist, René, genau. Es kommt gerade auch schon, dass dein Ton wieder weg ist. Das ist sehr merkwürdig. Das geht bei dir, auf einmal hört man dich sehr, sehr schlecht und dann ist der Ton weg. Das war ja letztens mal auch schon so. Vielleicht kannst du das mal kurz
neu einstecken, dein Headset. Ist ja ganz gut. In der Zwischenzeit kann ich ja noch mal ein paar Sätze sagen, wie der René es ja eben angesprochen hatte, bezüglich der Produkte. Also im Derivatebereich gibt es da eigentlich nichts. Habe auch mehrfach schon mit Emittenten natürlich gesprochen, ob man dort Produkte auflegen kann. Aber die einen oder anderen wollen natürlich nichts auf Soft Commodities bringen. Die anderen sagen, der Markt ist zu illiquide. Von daher werden da auch keine Produkte gebracht, weil es da nicht so einfach zu hedgen ist. Aufgrund dieser Tatsache, wie gesagt, gibt es in diesem Derivatebereich nichts. Sie hat eben auch schon einer den Hinweis geschickt. Im CFD-Bereich gibt es natürlich bei dem einen oder anderen Anbieter was, ist genau richtig. Sollte man aber auch schauen, wie es dort mit dem Spread aussieht. Müsste man dann vergleichen, wie der Spread im Future selber ist und wie der Spread in dem CFD ist, damit sich das Ganze auch lohnt, wenn man das handeln möchte. Klar, wenn man da jetzt einen Swing Trade aufbauen mag, dann ist der Spread jetzt nicht so kriegsentscheidend, aber gerade wenn man kurzfristiger unterwegs ist, dann kann das natürlich auch eine Strategie komplett ja, vernichten, dieser große Spread. Von daher, da solltet ihr natürlich darauf achten. Dann habe ich eben nochmal geschaut, also im ETF-Bereich gibt es auf jeden Fall was. Dort hatte der René ja auch mal in der Million-Dollar-Challenge ein Long-ETF, ich glaube sogar, es war zweifach gehebelt auf magere Schweine vorgestellt gehabt und hat es ja auch gehandelt. Habe gerade mal geschaut, es gibt wohl auch einen Short-ETF, da könnt ihr einfach bei Google mal eingeben, magere Schweine, Short-ETF, dann werdet ihr da auch was finden, könnt ihr euch dann auch mal anschauen. Genau. René, bist du schon wieder da oder? Also man hört dich nicht, ich sehe nur, dass du wohl redest. Nur zu deiner Information, am besten steckst du dein Headset mal aus und ein. In der Zwischenzeit würde ich dann, wie gesagt, einfach weitermachen. Der René hatte eben auch nochmal angesprochen, dass am 1.5. der neue Dienst sozusagen startet, Strategiesignale. Da hatten wir ja schon beim letzten Mal immer wieder darüber gesprochen, hatten euch aufgezeigt, dass es dort auch drei vorbereitenden Schulungen geben wird. Ich kopiere euch den Link gerade nochmal rein, weil wir hatten ja gesagt, dass dieser Dienst am Anfang komplett kostenlos und unverbindlich von euch getestet werden kann. Deshalb kopiere ich den Link gerade nochmal hier in den Chat rein. Es wird halt so sein, dass ihr euch dort anmeldet. Wie gesagt, braucht keine Sorgen haben. Es ist völlig kostenlos und unverbindlich, bis im Referenzkonto 2000 Euro erwirtschaftet wurden nach Steuern und Gebühren. Wir werden mit einem 25.000 Euro Depot starten. Heißt also, ihr könnt dort ohne Probleme teilnehmen. Die Anzahl der Teilnehmer ist nicht begrenzt, weil gerade die Frage kam. Es werden dort verschiedene Strategien gehandelt. Ihr bekommt eine E-Mail jeweils mit dem Signal, was gehandelt wird. Und weil jetzt immer lustigerweise auch, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, dann Mails, dass wir Mails bekommen, da melden sich Personen für diesen Dienst an und schreiben uns 5 Minuten später: Entschuldigung, ich möchte stornieren, ich wollte das gar nicht abonnieren. Erstens frage ich mich dann immer, wieso man auf die Knöpfe drückt und auch seine Daten dort angibt und danach merkt man, dass das ein Aus Versehen war. Das kann ich zum Beispiel nicht voll nachvollziehen, weil es ist ja nicht so, dass man mit einem Knopfdruck direkt alles angegeben hat. Aber gut, wie gesagt, das kommt ab und zu vor. Gerade eben kam wieder eine Mail von zwei Personen, die gesagt haben, die möchten das stornieren, diese Anmeldung. Daher nochmal der Hinweis, es ist kostenlos und völlig unverbindlich. Ihr braucht da keine Angst haben, dass ihr dann auch in ein Abo übergeführt wird. Auch wenn die 2000 Euro erwirtschaftet wurden, ist es trotzdem nicht so, dass es danach kostenpflichtig wird, sondern wir werden dann eine Übergangsphase haben, eine Übergangsfrist. Wir werden euch eine E-Mail schicken und sagen, wenn ihr das weiterhaben wollt, dann müsst ihr euch nochmal komplett neu anmelden für das Ganze. Ja? Also es wird nicht so sein, dass wir dann sagen, so 2000 Euro sind nun erzielt worden und jetzt seid ihr im kostenpflichtigen Abo drin. Da braucht ihr wirklich keine Sorgen zu haben. Das haben wir beim letzten Webinar auch schon gesagt. Das steht ja auch auf der Webseite drauf. Da könnt ihr uns auch vertrauen, dass das so natürlich dann läuft, wie wir das sagen. Also, wie gesagt, könnt ihr gerne mal machen und dann sollte das auch am 1.5. direkt dann starten. Wir werden schauen. Natürlich haben wir verschiedene Strategien. Ich glaube, es sind 18 Stück, die der René am Anfang drin hat. Und natürlich kann es auch sein, dass da nicht direkt am ersten Tag da 5 Signale kommen oder auch vielleicht auch gar kein Signal kommt. Von daher muss man abwarten und wir werden natürlich eine Willkommensmail nochmal schicken und schauen, wie das Ganze startet. Dann noch der Hinweis, weil eben die Frage kam. Es gibt ja die vorbereitenden Schulungen. Die finden innerhalb der Trading Insights Webinarreihe statt. Ich glaube, heute, was hat der René gesagt, 18 bis 19 Uhr findet ja das erste vorbereitende Webinar statt. Heißt also, wenn ihr schon hier in der Trading Insights Webinarreihe angemeldet seid, müsst ihr euch nicht nochmal extra anmelden, sondern
Bekommt dann vom System eigentlich wie immer eine Stunde vor Webinarbeginn nochmal eine Infomail und seid dann auch dabei, wenn ihr wollt und könnt euch diese vorbereitenden Schulungen anschauen. Ansonsten schicken wir auch da natürlich dann die entsprechenden Aufzeichnungen raus an euch, wenn ihr da keine Zeit habt. So, René, bist du wieder da? Nee, also ich sehe, dass der René spricht. Hier steht immer Sprecher René Wolfram. Ich denke mal, euch geht es genau wie mir, dass ihr den René auch nicht hören könnt. Ansonsten könnt ihr mir mal eben Bescheid sagen. Solltet ihr den hören und nicht nur ich höre nicht, aber ich gehe nicht davon aus. Nee, kein René. Okay, danke euch. Also das können anscheinend mehrere nicht hören. René, musst du mal gucken, ob du dich nochmal neu. In der Zwischenzeit schaue ich nochmal kurz, was hier für Fragen gekommen sind. Ah, jetzt höre ich dich, glaube ich, René. Ja. Ah, da bist du. Hi. So, dann genau, kannst du jetzt weitermachen. So, dann haben wir hier diese Konzepte, wo es auch ganz interessant wird, vielleicht das auch noch abschließend, bei Lamba laufen wir auch in diese Richtung, dass es dort in Richtung einer Backwardation geht. Das wird dann in den nächsten Wochen aber eher akut. Das ist im Moment noch nicht so, aber die Frontkontrakte fangen auch so langsam an, sich ein wenig nach oben zu bewegen. Also, diese Märkte haben wir schon mal besprochen. Zweiter Markt oder René, dritter. bevor du weitermachst, ganz kurz noch eine Frage, die eben reinkam. Und zwar vom Klaus, der gefragt hat, ob das Volumen, was in den verschiedenen Futures gehandelt wird, für deine Betrachtung der Backwardation auch eine Rolle spielt. Ja, unbedingt. Wir können es gerade mal ganz kurz machen, weil heute sind wir ganz gut in der Zeit, das kriegen wir hin. Weil er schreibt nämlich, bei Crude Oil zum Beispiel ist wohl das Volumen relativ gering gewesen bei dem einen oder anderen Future. Da könntest du vielleicht genau ein paar Sätze nochmal zu sagen. Genau, wir gucken mal gerade drauf. Also, gerade zum Thema Rollen, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich muss schon natürlich schauen, also gerade hier bei marketqview.com, kann ich. Darf ich nicht nur die Terminstruktur anschauen? Gerade bei Palladium zum Beispiel gibt es ganz viele Kontrakte, wo überhaupt kein Volumen drin ist. Und die sehen aber in der Terminstruktur, sieht das so aus, okay, das fällt alles. Da muss man aufpassen. Und auch hier ist es wichtig, dass ich natürlich Volumen und Open Interest schon im Blick habe. Im Moment ist das so, dass der Frontkontrakt natürlich schon auch sehr volumenstark noch ist. Das wird jetzt in den nächsten Tagen, könnt ihr ja mal beobachten. Das wird von der Relation her wird, also wir sind jetzt nur hier beim Volumen, nicht beim Preis. Das hier ist der Frontkontrakt, das ist der Juni, der Juli und so weiter. Das wird immer weniger werden in der Front. Das heißt, das wird hier ranrücken. Und das haben wir in verschiedenen Kontrakten immer wieder oder in verschiedenen Märkten immer wieder. Das heißt, ich muss also schon darauf achten. Zum Beispiel, ja, bei Kakao ist das zum Beispiel auch im Moment der Fall. Der Mai-Kontrakt steht kurz vor der Expiration und dann wird der sich auch so langsam abkoppeln. Wenn wir mal hier ein bisschen zurückgehen, ich gehe mal ein paar Tage zurück. So, das ist jetzt wieder nur die Volumenbetrachtung, nicht der Preis, sondern Volumen. Und dann seht ihr hier unten, dass wir sind jetzt am 20.03. Da ist der Mai-Kontrakt natürlich noch mit 22.000 Kontrakten an dem Tag der liquideste, 10.000 Kontrakte hat der Juli. Also doppelt so viel. So, und wenn ich jetzt weiterklicke hier, seht ihr, dass der Frontkontrakt immer weniger Volumen hat gegenüber dem darauffolgenden. Und das ist jetzt zum Beispiel der Punkt, an dem würde ich rollen. Wenn ich jetzt eine Position habe und will die als Swing-Position halten, in dem Moment, wo die gleich auf sind, beziehungsweise wo das Volumen aus dem Frontkontrakt in den Folgekontrakt wechselt, der also volumenstärker ist, hier ab diesem Punkt wechsle ich. Das heißt, wenn ich eine Swing-Position habe, verkaufe ich den Mai und kaufe den Juli, das ist das Erste. Und wenn ich die Terminstruktur betrachte für eine Backwardation oder für die relative Stärke in der Terminstruktur, ist das der Zeitpunkt, in dem Fall der 4. April. Ab dem 4. April beachte ich für die Terminstruktur den Mai-Kontrakt nicht mehr. Also so mache ich das. Das ist nichts, was universelles Gesetz ist, sondern ich mache das so, und habe damit gute Erfahrungen gemacht. Das heißt, ich will immer die liquidesten Kontrakte betrachten und in dem Moment, wo der Juli liquider wird und stärker gekauft wird als der Mai, ist das für mich quasi der erste Kontrakt. Das heißt also, diesen linken Teil hier, den Mai, schneide ich quasi ab, den denke ich mir weg ab diesem Zeitpunkt und gucke nur, wie verhalten sich die. Weil man wird dann auch sehen,
dass der sich dann gar nicht mehr mitbewegt so richtig, sondern der koppelt sich ab von den restlichen Kontrakten. Und den darf man deshalb dann auch nicht mehr so für bare Münze nehmen. Und wenn man sich jetzt hier den Juli anschaut und die folgenden Kontrakte, dann schaut das eben gar nicht mehr so backwardation-mäßig aus wie noch zuvor, sondern verläuft relativ flach. Von daher Volumenbetrachtung und auch das Open Interest, was man sich auch anzeigen lassen kann, sind natürlich sehr, sehr wichtig. Und um es grob runterzubrechen, verfahre ich eben so wie gerade beschrieben. Okay, weil der Klaus Dieter schreibt gerade nochmal, es geht ja darum, beziehungsweise um die Aussage, dass in WTI wegen der Backwardation steigende Preise erwartet werden können. Und dann sagt er, bis September sehe ich keine Backwardation, dann ja, aber bei Mini-Umsätzen. So. Wir gucken noch mal drauf. Sekunde. Also man muss da die Terminstruktur natürlich im Kontext mit der jüngsten Vergangenheit sehen. Wenn wir mal jetzt ein bisschen zurückgehen. Es geht jetzt in dem Markt, es geht nicht immer nur klassisch darum, also Volumenverteilung können wir noch mal hier anschauen. Gerade auch bei den hinteren Kontrakten. Das ist schon richtig. Hier hinten die Kontrakte haben nicht so viel Volumen. Das ist korrekt. Man muss aber auch eben die relative, also mir geht es jetzt nicht darum, in dem Fall, dass es eine klassische Backwardation ist, sondern wenn wir mal hier ein paar Wochen zurückgehen, dann sehen wir, dass die Terminstruktur da ganz anders aussah. Das, was wir nutzen, wir haben ja dazu, habe ich ja auch immer mal wieder Charts gezeigt, das, was ich nutze, sind jetzt nicht klassisch nur Backwardations, sondern ist eben, wie verhalten sich die Frontkontrakte gegenüber den hinteren? Und wenn man sich das anschaut, hier Anfang März, also vor ungefähr 4, 5 Wochen, war der Aprilkontrakt, der damals vordere Kontrakt, war sehr viel günstiger als jetzt die hinteren Kontrakte. Also völlig egal, ob wir jetzt hier 3 Kontrakte nach hinten gehen oder 5. Wenn man jetzt hier die liquidesten Märkte nimmt, bis Juli, August, die waren deutlich teurer gepreist. Die waren so 4% teurer gegenüber dem vorderen Kontrakt. So, und wenn man jetzt ein bisschen weitergeht, sieht man, dass die Front sich hochbiegt und dass dann hier irgendwann Anfang April sehr akut wurde. Jetzt ist es immer noch so und dann sieht man, hier biegt sich das akut nach oben. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt hier hin und her rechne und sage, aber da ist noch irgendwie, die sind ungefähr gleich auf vom Preis, sondern gegenüber dem, was wir vor ein paar Wochen hatten, da waren die Frontkontrakte 3, 4% günstiger als die liquiden folgenden Kontrakte. Haben wir jetzt eine Situation, wo Juni, Juli, August, September, die liegen gleich auf, beziehungsweise sind sehr dicht beieinander. Und das zeigt einfach, über die Front kam Kaufdruck rein. Ich muss da gar nicht jetzt pfennigfuchsen, ist es eine Backwardation oder nicht, sondern ich gucke auf die Terminstruktur. Es ist gar nicht notwendig, dass ich jetzt irgendwie schaue, ah, der eine Kontrakt ist minimal teurer als der andere, sondern es geht darum, gegenüber der Struktur, die wir vorher hatten, klassische Contango-Situation, auch relativ starkes Contango, haben wir Kaufdruck über die Front bekommen. Und per klassischer Definition haben wir hier natürlich jetzt in den ersten Kontrakten noch keine Backwardation, sondern hier zwischen dem Juli und dem August-Kontrakt, da haben wir jetzt als erstes eine minimale Backwardation, die aber noch nicht wirklich akut ist, ab September dann wirklich. Aber es geht jetzt in dem Punkt eher darum, was passiert in der Terminstruktur. Und da haben wir gesehen, dass eben zuletzt da Druck über die Front kam. Und auch das erklärt auch diese Stärke, die der Markt hat. Ist ja bei jedem Rücksetzer wird er hochgekauft. Also da ist meine Empfehlung oder so wie ich es mache, ich gucke weniger auf diese klassische sture Definition, das ist ja auch das, was ich für die Strategien, die wir nutzen, auch immer empfehle, nicht zu stur an den Systemen klammern, sondern einfach mal das Grundverständnis haben, was passiert dort. Aha, die Frontkontrakte werden sehr viel stärker gekauft als die hinteren. Da muss ich jetzt nicht mit dem Lineal messen, ist das jetzt eine klassische Backwardation oder noch nicht ganz, sondern ich sehe, da kommt Druck über die Frontkontrakte rein und das ist da das Entscheidende. Aber ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man da das Volumen beachtet, weil es gibt ganz viele Märkte, in denen Kontrakte irgendwie für die Terminstruktur quasi herangezogen werden können, die überhaupt kein Volumen drin haben. Und bei Rohöl ist es wenigstens so, dass da bis nächstes Jahr, also 12 Monate, immerhin ein paar tausend oder ein paar zehntausend Kontrakte Volumen drin sind. Bei Palladium hat man 2 Kontrakte, in denen überhaupt Volumen drin ist.
In dem Frontkontrakt ist alles Volumen drin, in dem darauffolgenden ist vielleicht ein Zehntel, sind vielleicht 10% oder 5% des gesamten Volumens drin und in den anderen ist gar nichts drin. Deshalb, die kann ich gar nicht für bare Münze nehmen, weil die haben überhaupt keine Aussagekraft. Aber bei Rohöl ist das schon ganz gut machbar. Dann eine Frage, René, vom Bernhard zum Thema Rollen. Er fragt, weil du ja oft sagst, man sollte rollen, wenn das Volumen in dem nächsten Kontrakt groß genug ist. Jetzt schreibt er, wenn man kleiner im Markt unterwegs ist, ob es nicht eher auf den Spread ankommt und man eher schauen sollte, wenn der Spread eng ist, dann lieber schon frühzeitig in den nächsten Kontrakt rollen zu sollen. Aber ich gehe mal davon aus, natürlich ist das Brett umso enger, je höher das Volumen ist. Deshalb wird das ja ein Zusammenspiel sein, wahrscheinlich von beiden, ne? Das sowieso, aber es geht bei dem Rollzeitpunkt geht es für mich persönlich nicht darum, ob man jetzt selbst großes Volumen unterbringen kann, dass wir jetzt unser Volumen immer unterkriegen. Also ich habe sogar bis vor 6, 7 Jahren, was natürlich Hanebüchen ist, aber ich habe bis vor 6, 7 Jahren die Kontrakte, ich habe so oft Mails bekommen von Brokern und ich meine, ich habe da schon 10 Jahre hauptberuflich gehandelt zu dieser Zeit. Ich habe die immer ziemlich lange gehalten. Manchmal habe ich nicht dran gedacht, sie rechtzeitig zu rollen. Dann kam eine Mail vom Broker, bumm, dann habe ich sie gerollt. Es geht weniger darum, das Volumen kriegen wir immer unter. Es geht darum, dass der Frontkontrakt sich irgendwann abkoppelt. Also wenn ich den zu lange halte, dann bewegt er sich mit der eigentlichen Preisbewegung im Markt, bewegt er sich gar nicht mehr mit. Das weiß ich eben aus empirischer Erfahrung, dass ich teilweise in Kontrakten drin war, wo irgendwie die Folgekontrakte sind schon 3% gestiegen und der Frontkontrakt hat irgendwie 0,5% gemacht, in dem ich noch drin war. Also es geht nicht darum, kriegen wir das Volumen unter. Das wird immer so sein. Würde ich jetzt mal behaupten, die Spreads gehen natürlich irgendwann auseinander, klar, ganz zum Ende. Aber es geht darum, was ist der effizienteste Preis, um zu rollen. Und das Volumen geht ja irgendwann dann in den, oder irgendwann wechselt das Hauptvolumen in den Folgekontrakt. Und das ist meiner Erfahrung nach, wird man auf Dauer damit sehr viel bessere Preise haben. Also man wird sehr viel bessere Ergebnisse haben. Das Problem ist, wir können das ja gar nicht messen. Wir müssten ja simulieren, wie wäre das Ergebnis jetzt, wenn ich in dem Frontkontrakt geblieben wäre. Da das niemand macht, kann man das auch ganz, ganz schwer messen. Und wer macht den Aufwand, das jetzt zu backtesten? Aber erfahrungswert ist, dass es eben auf diese Art und Weise Sinn macht. Aber nur weil wir den effizienteren Preis bekommen, geht gar nicht um das Volumen, was wir unterbringen wollen. Okay, alles klar. Kamen noch ein paar andere Fragen, die jetzt eher allgemein sind, dann würden wir vielleicht später nochmal darüber reden. Genau. Dritter Markt heute im Bunde und damit auch der letzte ist Tradingchance im Schweizer Franken US-Dollar. Schweizer Franken ist jetzt, was die Währung angeht, vermutlich eher etwas langweilig. Aber naja, die Langweiler, ich habe sogar ein Buch hier unten auch mal gelesen. Was heißt Langweiler leben länger? Es geht immer, wir haben ja auch neulich über Robustheit gesprochen, über das Thema Robustheit. Natürlich kann man jetzt sagen, hier komm, ich hüpfe da mal aus dem Flugzeug und wie mein Kollege, der Pilot ist, der da schon zweimal irgendwie abgestürzt ist, in unserem Gestrüpp gelandet ist mit Trümmerbrüchen, klar, kann man machen. Aber wenn es jetzt darum geht, okay, man hat Kinder, vielleicht ist es schon ein bisschen wichtiger, sein eigenes Leben nicht permanent zu riskieren, dann ist es vielleicht manchmal schon ganz gut, die etwas langweiligere Variante zu wählen. Man kann auch bei den Währungen natürlich, wenn man jetzt im russischen Rubel oder in der türkischen Lira unterwegs ist, wird man wahrscheinlich viel höhere Renditen haben, aber höhere Renditen bedeutet immer auch zwangsläufig höhere Risiken. Und ich persönlich würde in solchen Märkten nie handeln. Der Schweizer Franken ist natürlich auch gegenüber dem Pfund oder auch gegenüber dem Euro viel, viel langweiliger, also der bewegt sich wirklich extrem wenig, aber ist dafür auch ja wie ein Schweizer Uhrwerk, der läuft viel zuverlässiger, ist im Bereich um 1,0 eigentlich immer interessant grundsätzlich und wir haben neulich auch in einem anderen Webinar darüber schon gesprochen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man den Grundcharakter von Märkten versteht und verinnerlicht. Also weniger irgendwie ein detailliertes Setup. Ah, wir haben eine Power Candle und jetzt muss ich dies machen und jetzt muss ich das machen und so sind die Regeln, sondern dass ich einfach verstehe, wenn dies und das passiert, dann gehe ich oder suche ich tendenziell Long-Einstiege in jenem Markt. Wenn das und das passiert, versuche ich Short in dem Markt zu handeln. Und der Schweizer Franken ist so eine klassische Fluchtwährung und eine Währung, die profitiert, wenn die Metallpreise
Notierungen steigen, speziell von Gold und Silber, aber auch von Platin. Kann man ganz gut sehen. Ich habe hier mal oben den Franken. Da sieht man natürlich, dass der hier unterirdisch volatil ist. Das ist schon auch ein Makel, wenn ich jetzt aktiv handeln will. Ganz klar, ist ein Schwachpunkt. Wird man jetzt keine großen Bäume ausreißen. Dann den Goldpreis dazugelegt und mal zum Vergleich das britische Pfund, und zwar über den Zeitraum von knapp 20 Jahren. Und da sieht man, Gold und der Schweizer Franken haben schon eine ziemliche Ähnlichkeit im Verlauf. Natürlich gibt es da hier mal mit diesem Termin der Abkopplung vom Schweizer Franken gegenüber dem Euro. Das war natürlich so ein Peak. Das haben wir jetzt hier im Goldpreis nicht gesehen. Also nicht in der Form, in dem Ausmaß. Aber ansonsten kann man ja recht klar sehen, dass die obere Kurve, Schweizer Franken, und die mittlere Kurve sehr viel ähnlicher laufen, als es jetzt zum Beispiel der Goldpreis und das britische Pfund tun. Also kann man eben nicht sagen, also es ist egal, welche Währung ich gegen den US-Dollar handle, sondern es macht schon was aus, ob ich das Pfund handle oder den Schweizer Franken oder den Euro. Und wenn ich, so wie es bei mir ja der Fall war, seit Herbst letzten Jahres bullisch für Metalle bin, also sage, okay, wir haben jetzt riesige Chancen, dass wir auf Sicht von Monaten oder auch aus meiner Sicht auf Sicht von 3, 4, 5 Jahren sehr viel höhere Notierungen im Gold, im Silber, aber auch im Platin sehen werden, dann ist der Schweizer Franken, weil es natürlich auch ein Hort für Rohstoffe ist. Da sind viele Hedgefonds sitzen in der Schweiz. Es ist generell eine Finanz, ja, Metropole nicht, ein Finanzland, ein Land der Finanzen. Werden sehr viel Edelmetalle auch eingelagert, beziehungsweise sehr viel Geschäft läuft auch darüber. Deshalb profitiert auch der Schweizer Franken eher oder ist eher am Goldpreis gekoppelt und entwickelt sich mit dem Goldpreis, profitiert von steigenden Goldpreisen, als es jetzt eine andere Währung macht. Britisches Pfund ist auch eine Rohstoffwährung in Anführungszeichen, weil mancher Rohstoff auch in Pfund gehandelt wird. Auch viele Industriemetalle natürlich. Aber hier sieht man eben eine klare Diskrepanz. Und ich finde es wichtig, dass wenn jemand jetzt eine Einschätzung hat, okay, ich bin bullish auf Sicht der nächsten Jahre. Irgendwann wird es einen riesigen Anstieg bei Gold und bei Silber geben und man handelt vielleicht gleichzeitig noch Währung gegen den Dollar. Dann würde ich in so einer Phase immer Schweizer Franken gegen US-Dollar auf der Long-Seite handeln, beziehungsweise vermeiden, wenn ich auf eine Dollar-Aufwertung setze in einem Trade, würde ich vermeiden, gegen den Schweizer Franken zu wetten. Dann würde ich mir eher, keine Ahnung, das Pfund raussuchen oder den Euro oder keine Ahnung was. Aber ich glaube, das ist schon ganz wichtig, dass man die grobe Flussrichtung, welchen Markt benutze ich wann, unter welchen Bedingungen oder von welchen Bedingungen profitiert er. Und da finde ich, ist es eine sehr einfache Sache, wenn man sich so eine Tabelle machen würde, dass man sagt, okay, wenn die Metalle steigen, dann Schweizer Franken für die Longseite grundsätzlich interessant. Das wird nicht immer hinhauen, muss auch klar sein. Manchmal wird es auch nur seitwärts laufen und ihr werdet vielleicht das beim nächsten Mal probieren, werdet ihr sagen, hätte ich mal das Pfund gehandelt, da ging es 20% nach oben und mit dem blöden Schweizer Franken habe ich 3% verdient. Das wird alles passieren. Es geht darum, wenn ich das 20 Jahre mache, wenn ich das 10 Jahre mache und immer weiß, okay, Schweizer Franken profitiert davon, wenn die Metalle steigen und Schweizer Franken profitiert davon, wenn es in Europa kriselt, also keine Ahnung, wenn wir Griechenland 2.0 bekommen, dann zack, eher den Schweizer Franken Long, Euro Short, oder bei Spekulationen dann eher den Schweizer Franken Long gegen den US-Dollar handeln. Das halte ich für sehr wichtig, dass man diese Grundzüge der Märkte versteht. Dadurch wird man trotzdem immer wieder auch Fehler machen, man wird trotzdem immer wieder auch Verluste haben, aber man wird sehr viel besser durch die einzelnen Marktphasen kommen, als man es ansonsten tut. Und das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Und saisonal schauen wir auch mal auf den Schweizer Franken. Da sehen wir, dass eine gute Phase so typischerweise ist, um einzusteigen, so zwischen März und Mai. Eigentlich der Mai ist, so Mitte Mai, ist eigentlich der optimale Zeitpunkt, auf der Long-Seite einzusteigen. Da beginnt einer von zwei Jahreshaupttrends, Mai bis August. Und dann nochmal November bis Ende Dezember. Wobei diese Jahresendrallye haben wir in vielen Währungen gegenüber dem US-Dollar. Das ist eigentlich eher eine Dollarschwäche, die dann dort unter anderem auf Carry Trades zurückzuführen ist, aus meiner Erfahrung heraus. Aber hier spezifisch haben wir ab Mai eigentlich den Schweizer Franken auf der Long-Seite. Ist also ein interessanter Markt dafür. Und hier unten sieht man auch
die durchschnittliche Monatsstatistik, was da im Durchschnitt rausgekommen ist. Und da ist der Juni zum Beispiel natürlich, wenn man Mitte Mai investiert hat, der Juni ist eigentlich der zweitbeste Monat. Der Dezember ist noch ein bisschen besser, aber es ist ein ganz guter Abschnitt hier, Juni, Juli, August drin zu sein oder bis Mitte August drin zu sein. Das ist eigentlich hier eine Phase, die sich sehr, sehr sinnvoll erwiesen hat. COT-Daten schauen wir uns nochmal an. Da sehen wir, dass die Fonds unterinvestiert sind. Die Large Speculators sind mit 26.266 Kontrakten short, sind im Moment auch noch am Verkaufen. Das heißt, da ist es auch noch nicht so akut mit dem Einsteigen. Die Kleinspekulanten sind auch eher bearish. Das heißt, wir haben eine potenziell bullische Situation, aber wir brauchen schon natürlich auch so ein bisschen eine Preisbestätigung. Und im neuen Report hier unten sehen wir auch, dass die Asset Manager unterinvestiert sind, dass die Leveraged Funds angefangen haben zu kaufen und so ein bisschen plus minus null sind. Und das ist häufig eigentlich, hatten wir jetzt zum Beispiel hier 2009 auch, das war ein ganz gutes Milieu, eine ganz gute Konstellation für steigende Preise, zumal wir hier auch, wenn man jetzt rein charttechnisch argumentieren wollen würde, was jetzt nicht mein Ding ist, aber man sieht auch, dass der Preis hier in den letzten, ja gut, 7, 8 Jahren immer bei 1,0 oder in der Nähe von 1,0 nach oben trete. Zuletzt niedrig volatiler, ganz klar, aber meine Spekulation wäre hier, dass der Schweizer Franken von einem irgendwann weiteren Schub und deutlicheren Schub in den Metallen profitieren wird. Und das sagen auch viele Ökonomen, dass natürlich das Schweizer Finanzsystem stabiler ist, als wir es, oder weniger anfällig und damit robuster ist, als wir es natürlich im Euroraum sehen, wo ja auch die ein oder andere Unsicherheit da ist, Staaten hinzukommen, die jetzt zumindest noch nicht so robust wirtschaften. Wir haben die Unsicherheit mit dem Brexit, also auch gerade als Fluchtwährung ist der Schweizer Franken da interessant. COT-Daten zeigen, dass es hier auf jeden Fall Potenzial gibt. Es gibt bullischere Konstellationen, ganz klar, aber in der Konstellation, wir sind an einem wesentlichen Support und haben die Erwartung, dass die Metalle auf Sicht von 2, 3, 4 Jahren nach oben gehen, gehe ich davon aus, dass der Schweizer Franken da für mittel- bis langfristige Trader eine Art Comeback erfahren wird und ist für mich auf jeden Fall auf der Long-Seite gegenüber dem Dollar interessant. René, vielleicht als kurzer Einwand noch dazu, direkt von der Produktseite, um das auch nochmal kurz zu sagen. Du hast ja gesagt, Schweizer Franken, US-Dollar Long, genau so, das sehe ich auch so. Hat aber zuletzt auch immer wieder darauf hingewiesen, da muss man dann denken, dass viele Produkte im Derivatebereich leider in Anführungsstrichen genau andersrum lauten. Also immer US-Dollar gegen Schweizer Franken heißt also, wenn man natürlich das dann machen möchte, beziehungsweise wenn man da schaut, muss man dann natürlich sich entsprechend ein Short-Produkt raussuchen. Weil ich habe gerade eben mal geguckt, wenn man zum Beispiel jetzt Schweizer Franken, US-Dollar Long sucht, gibt es eins, zwei, gibt es sieben Produkte im Endeffekt im ganzen Markt. Und wenn man das Ganze umdreht und sagt, okay, dann mache ich halt US-Dollar, Schweizer Franken Short, dann gibt es eben 600 Produkte im Knockout-Bereich. Heißt also, ihr müsst dann einfach dann denken, also die Teilnehmer, dass man dann sagt, okay, wenn man dort nichts findet, einfach mal kurz überlegen, okay, woran könnte das vielleicht liegen? Es müsste ja mehr als sieben Produkte geben, dann einfach sagen, okay, dann drehe ich das Ganze mal um, schaue mir das Ganze mal an, dass man da einfach nochmal drüber nachdenkt. Dann hast du gerade öfter über Edelmetalle gesprochen, René. Da kam jetzt die Frage, die ich denke, die passt ganz gut dazu, warum du denkst, dass Silber so schwach ist gegenüber dem Goldpreis. Ja, gut, das ist im Prinzip eigentlich immer in den Bestphasen ist das immer, das wirkt ja quasi wie ein Hebel auf den Goldpreis. Und der Goldpreis hat ja natürlich nochmal einen anderen Charakter. Wenn es jetzt um Sicherheit geht, um Absicherungsgedanken, dann ist Gold da schon eher der Favorit. Silber wird ja schon auch ein bisschen mehr industriell genutzt auch und ist natürlich auch volatiler. Und das ist mein Erfahrungswert ist jedenfalls, dass das immer erst ein bisschen zeitverzögert anspringt, ist aber tatsächlich immer noch sehr, sehr schwach. Aber schaut euch da einfach die Phasen mal an, 1998 bis 2003, da war das auch so, dass Silber da ziemlich durchhing, Gold zwar auch, aber Silber war da auch, hat eine ganze Weile gebraucht und dann ging das Jahr 2011, das war ja, da habe ich ja ordentlich eins übergebraten bekommen vom Markt auch damals, als ich bei Silber schon auf die Short-Seite gegangen war und aber zu hoch drin war, da ist das ja im Endteil dieser Bewegung
richtig abgegangen. Also das ist bei Silber so eine Sache. Das ist, man kann sich da jetzt positionieren und meines Erachtens wird man in 5 Jahren eine drastische Outperformance von Silber gegenüber Gold sehen. Aber das kann gut sein, dass das noch 2 Jahre underperformt oder allenfalls gleich läuft mit Gold. Meistens zieht das dann erst, wenn so ein richtiger Hype einsetzt. Ich bin da auch oft zu früh dran in diesem Markt, weil ich natürlich die Unterbewertung sehe und ich es mir auf der einen Seite auch nicht leisten kann, solche Chancen auszulassen. Also angenommen, so ein Markt fängt dann an und verdoppelt sich und ich sage dann, ja, ich bin nicht reingegangen, ich habe gehofft, dass es noch 2 Jahre dauert, wird auch jeder sagen, ja, warum bist du denn nicht reingegangen? Also ist aber auch tatsächlich ein persönlicher Erfahrungswert. Man erkennt das, dass es eigentlich sehr günstig ist und das ist wie wenn man Aktien sehr günstig einkauft. Das hat ja einen Grund, warum die dann auch so gefallen sind. Meines Erachtens hat Gold viel mehr diesen Safe-Haven-Charakter. Silber wird dann irgendwann gekauft, weil man sagt, okay, Gold ist gut vorgelaufen, Metalle sind interessant. Das ist ähnlich wie mit Tech-Werten, die man auch jetzt wahrscheinlich im Tief des Bärenmarktes bei den Aktien nicht als erstes kauft, die dann aber irgendwann eine Outperformance haben, ist einfach, liegt meines Erachtens im Charakter dieser einzelnen Märkte, also wofür steht Gold? Klassische Safe-Haven-Prinzip. Und Silber ist ja jetzt nicht so, also ich kenne jedenfalls wenige, die sagen, okay, wenn ich Turbulenzen an den Aktienmärkten erwarte, gehe ich in Silber rein. Das ist mir jetzt eher nicht so gelegen. Von daher glaube ich, ist natürlich der Charakter von Gold einfach ein anderer. Und ich befürchte, dass es auch da jetzt so sein wird, wenn der Goldpreis richtig mal durchzieht, dass dann irgendwann Silber seine Outperformance hat. Aber bislang ist das absolut, ja, kann man durchaus sagen, enttäuschend von der Entwicklung her, von der relativen Entwicklung. Aber das ist ja das, was ich immer wieder versuche, auch so darzustellen. Man muss da sehr, sehr realistisch und geerdet sein in der Erwartung. Das wird sich alles in 5, 6 Jahren, vielleicht auch schon früher, in 2, 3 Jahren hoffentlich, wird man sagen, okay, das war ja wirklich gut, da unten reingegangen zu sein. Aber ich habe das Beispiel ja einige Male gebracht. Derjenige, der im Goldpreis oder auch im Silber 1998 investiert hat, bei Silber damals zu $5, Gold zu 280, $300, das waren ja 5 Jahre später waren das ja die Kings. Oder 10 Jahre später waren das die absoluten Götter, wird man gesagt haben, sensationell. Und hier hat man das in der Ratio, hat man das auch so. Vielleicht in 5, 6 Jahren wird man sagen, es war ja sensationell, auf eine Outperformance von Silber zu setzen. Wir können uns das gerne mal beim nächsten Webinar auch anschauen. Wir haben den Spread ja schon einige Male gezeigt. Und da sieht man halt auch, dass es manchmal direkt anspringt, wenn die Ratio so niedrig ist. Und dass es manchmal aber auch ewig lange rumeiert und dann ganz im Endteil dieser Bewegung beschleunigt. Und ich befürchte, dass wir vielleicht jetzt eher so eine längere Wartezeit gerade wieder erleben. Ich meine, bislang erleben wir die. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz gut, auch sich da breit aufzustellen. Das ist ja das, was wir bei dem Strategieportfolio auch immer wieder ansprechen, was wichtig ist. Und auch da, glaube ich, wenn man jetzt in die Metalle investiert, dass man jetzt nicht sagt, okay, ich setze alles in Silber rein, weil das ist schwierig, sondern wenn man sagt, okay, ich habe ein bisschen was in Gold, ich habe eine kleinere Tranche in Silber, weil wenn das anspringt, dann macht es ja über die prozentuale Outperformance sowieso einen tollen Ertrag und auch ein bisschen was in Platin. Ich glaube, dann ist man ganz gut aufgestellt, wenn man jetzt generell auf diesen Sektor setzt. Was wir alle, glaube ich, immer wieder als Fehler gemacht haben, ist, dass man sagt, okay, wenn Silber der beste Markt ist, also das ist, was ich von Kunden oft gehört habe, wenn du davon ausgehst, dass Silber gegenüber Gold outperformt, warum setzt du denn dann nicht alles in Silber rein? Und das ist, glaube ich, die falsche Denkweise. Wir dürfen nicht auf der Ertragsseite schauen, was können wir maximal rausquetschen, sondern wir müssen eben nicht davon ausgehen, dass wir richtig liegen, sondern dass wir vielleicht ungenau liegen oder dass wir falsch liegen. Und dann wäre es ja fatal, wenn ich alles in eine Position reinkloppe, sondern das Beste ist, sich breit aufstellen und dann über die Gewichtung zu akzentuieren. Und das ist mir aber immer wieder begegnet, dass das eben nicht gemacht wird. Mir haben ja Leute schon vor 10 Jahren gesagt oder mich gefragt, warum ich so doof bin und in den saisonalen Platin-Trade nicht alles reinhaue, wenn es immer funktioniert. Und alleine diese Aussage ist natürlich schon Wahnsinn, aber das passiert immer wieder. Deshalb, ich würde das immer breit aufstellen, in dem Bewusstsein, irgendwann wird Silber anspringen, das kann aber dauern und ich muss gar nicht über den Hebel kommen dort, sondern ich kann dann darüber kommen, dass dieser Preis sich ja dann idealerweise sogar um 100 oder 200% gegenüber Gold
als Outperformer erweist. Also reicht eine kleine Position und dann bin ich auch entspannt, wenn es da rumeiert, so wie es jetzt bislang der Fall ist. Diese Frage hast du wirklich kurz und knapp beantwortet, René. So, kommen wir zur nächsten Frage und zwar vom Bernhard nochmal zu Leanhawks. Und zwar ist die Saisonalität von Ende Mai bis ja, Ende September, Anfang Oktober ja sehr, sehr positiv. Sollte man da nicht eher noch mit Short-Aktivitäten warten oder unterbewertest du das dann eher, die Saisonalität? Also Saisonalität in LeanHawks ist, können wir gerade mal draufschauen, die ist ab Mai, beziehungsweise speziell im Juli und September, im Juli und August negativ. Schauen wir gerade mal drauf, Sekunde. Liegt jetzt wahrscheinlich daran, weil du eine andere Saisonalität benutzt, deine eigene und nicht die, die zum Beispiel auf vielen Webseiten zu sehen ist. Da sieht es nämlich ganz klar bullig aus, natürlich. Das wird wahrscheinlich daran liegen. Ja, wir gucken mal gerade drauf. So, hier haben wir das. Also da muss man aufpassen. Ich habe jetzt die saisonalen Charts von den anderen Plattformen nicht im Kopf, nicht im Blick. Aber das hier ist mit unseren RW Seasonals, also Standardabweichungen, geringe Standardabweichungen, also Gleichförmigkeit in der Bewegung akzentuiert und eben nicht Einmaleffekte. Es wird natürlich Einmaleffekte geben, wo das dann richtig nach oben knallt. Und wir haben das ja gesehen 2014, da gab es mal so einen Schub von 30, 40, 50%. Dass sowas, wenn sowas mal auftritt, das verändert natürlich so einen saisonalen Chart extrem, wenn man dort so einen Ausreißer hat. Das hier arbeitet mit, also das geht über 47 Jahre, das ist schon mal sehr, sehr langfristig. Da sollte man auch mal drauf achten. Wie lange zeigen oder wie lange zurückgehen denn diese saisonalen Charts, die man da betrachtet hat? Also ich schätze mal, die meisten gehen so 15 bis 20 Jahre zurück. Das ist also schon nochmal ein Unterschied. Das hier ist über 47 Jahre, der durchschnittliche Verlauf. Und das ist eben mit geringen Standardabweichungen. Das heißt, das sind die Ausreißer, die positiven wie auch negativen Ausreißer sind dort quasi eliminiert. Und da kriegt man eben diesen Chart. Aber was ich jedem noch mehr empfehlen würde, das ist nämlich noch besser und das mache ich immer. Also ich traue auch solchen saisonalen Charts nicht. Nehmt euch einfach mal einen Chart von Trade Signal oder was auch immer. Nehmt euch einfach mal einen Chart und geht mal hier zum Beispiel, nehmt euch diesen Chart und geht mal in der Historie einfach zurück und guckt, wie ist das gelaufen. Hier zum Beispiel 2018. Das ist die Entwicklung Juni, Juli. Topping im Juni, Schwäche bis Ende August. So. Das Jahr davor, das hier ist der Juli, da gab es das Top und dann gab es die Korrektur. Und wenn ich das mache, das bin ich in 5 Minuten, habe ich das erledigt hier, Schwäche ab Juni bis in den Oktober hinein. Das braucht 5 Minuten und dann habe ich einen Überblick. Hier war das tatsächlich so, dass es mal im Jahr 2015, dass es da eine Stärkephase gab bis in den Herbst hinein. Aber da habe ich innerhalb kürzester Zeit, hier haben wir auch Schwäche, Juni bis August, habe ich sehr schnell einen Überblick, wie ist das denn in der Praxis gelaufen. Vor allem kriege ich dann auch einen Kontext mit der Preisentwicklung. Also ist das schon vorgelaufen? Hier haben wir zum Beispiel auch die Stärke noch gehabt bis in den Herbst hinein. Wenn man da im Juli geschortet hat, war auch noch nicht so der Brüller. Aber in ganz vielen Jahren war das tatsächlich gut. So zwischen Juni, Juli dort Short-Positionen aufzubauen und so Ende August glattzustellen. Hängt auch immer davon ab, welchen Kontrakt man handelt. Blind das zu machen, wenn man wie hier sieht, dass der Preis schon vorher gefallen ist, ist nicht gut. Aber wir haben ja eben gesehen, COT-Daten dazu, das hilft nochmal ganz gut. Müsste man auch dann in dem Fall gucken, wie war der COT-Report dort, wie war der Short-Anteil im Open Interest. Und dann wird man sehen, dass die Situation ja nicht eins zu eins vergleichbar ist mit dem, was wir jetzt haben. Wir haben jetzt ein zyklisches Muster, wir haben COT-Daten, die sehr viel bearischer sind als in den anderen Situationen oder vielleicht dann auch noch bearischer werden. Und dann diese Saisonalität, wie gesagt, ist nach Gleichförmigkeit gewichtet, wird aber immer wieder Situationen natürlich geben, wo es Ausreißer gibt. Und genau die wollen wir aber natürlich rausnehmen aus dem saisonalen Chart. Nur in diesem Jahr ist das Risiko, das muss man auch ganz klar sagen, zum Abschluss vielleicht als abschließendes Wort zu dem Punkt, in diesem Jahr ist das Risiko auf jeden Fall auf der Short-Seite erhöht, weil wir eben
ja wissen, Schweinegrippe in China. China ist ein riesiger Markt. Das kann natürlich den Preis wild ausschlagen lassen. Deshalb jetzt für jemand, der unerfahren ist mit diesem Markt, ist das wahrscheinlich eher nicht geeignet. Ich mache das im Trading Room recht aktiv, aber es ist auch ein Markt, der mir jetzt da keine riesigen Löcher reinreißen würde. Bislang haben wir alle Trades im Gewinn abgeschlossen dort. Das wird wahrscheinlich so nicht aufrechtzuerhalten sein, aber bleibt grundsätzlich interessant. Okay, dann kam noch die Frage rein zum Thema Edelmetalle. Da handelst du ja auch freitags oftmals oder eigentlich immer, glaube ich, diese Freitags-Gold-Rush-Strategie, weil du sagst, freitags steigt tendenziell an. Hast du das Ganze auch schon mal für Silber, Platin, Palladium ausgewertet und würde sich das lohnen, dort auch so eine Strategie zu fahren? Ja, also kannst du eigentlich fast auf jeden Markt übertragen. Natürlich, es gibt mal Phasen, da koppelt sich ein Markt ab, aber im Grunde kann man sagen, die ganzen Metalle, je näher sie vom Charakter her an Gold dran sind, also Silber läuft sehr ähnlich wie Gold. Bei Platin und Palladium hat man manchmal natürlich eher Abweichungen, weil die viel industrieller genutzt werden. Also Platin ist auch noch mal näher dran am Gold, als es Palladium ist. Palladium ist da viel industrieller, viel stärker akzentuiert. Aber die haben alle freitags diese Stärke. Könnt ihr einfach an diesen intradaisonalen Charts auch sehen. Das gilt für jeden Markt aus diesem Komplex. Okay, dann kam gerade nochmal die Frage vom Thorsten. Vielleicht nochmal, kannst du ganz kurz in 2, 3 Sätzen sagen. Er schreibt ja bei Lean Hogs, wenn es eine Schweinepest gibt, warum sollte man dann nicht eher long gehen in den Markt anstatt short? Ja, das ist ja jetzt schon 50% gestiegen, wir haben ja vor ein paar Wochen haben wir auch, glaube ich, an dieser Stelle hier, beziehungsweise zumindest in den, könnt ihr mal schauen auf unserem YouTube-Kanal, in den Wochenausblick-Videos, Wochenausblick für Trader, da habe ich Lean Hogs sehr oft thematisiert und ich weiß nicht, ob wir es hier auch gemacht haben, da habe ich eine Statistik gezeigt, wie bei den Ausbrüchen, wie stark der Preis jeweils angestiegen ist. Was war das Maximum? Und das Maximum waren eben bislang, man weiß nie, was in der Zukunft passiert, aber das Maximum waren 60% Preisanstieg. Und wir haben jetzt eben seit Ausbruch haben wir 50% Preisanstieg seit dieser akuten Welle. Und das ist einfach jetzt schon sehr stark vorgelaufen. Also ich habe auch ganz viele Sachen auf der Long-Seite gemacht, aber das ist jetzt die ersten Ausbrüche gab es im Oktober. Anfang Januar wurde das akuter und dann haben wir Anfang März haben wir dann die Meldung, Ende Februar, Anfang März haben wir die Meldung gehabt, dass China sogar erwägt, aus den USA trotz Handelskrieg zu importieren, weil sie ihren eigenen Bedarf als Selbstversorger nicht mehr decken können. Und jetzt sind sie halt hier in Europa unterwegs und kaufen hier ein. Also das ist ja jetzt nichts, was jetzt ausgebrochen ist, sondern das läuft schon ein halbes Jahr und ist jetzt seit ein paar Monaten akut. Wir haben schon 50% Preisanstieg gesehen. Kann durchaus noch 10, 20% steigen. Also wir haben immer wieder auch Long-Situationen, Long-Trades gemacht in diesem Markt, gerade jetzt, wo wir auch noch saisonal bullish sind. Das, was wir jetzt besprochen haben, ist ja perspektivisch. Das heißt, in 2, 3 Wochen, wenn der Preis noch ein bisschen höher ist, ist es für die Short-Seite interessant. Aber da ist schon ganz viel eingepreist auch natürlich. Okay, super. Dann kamen jetzt gerade noch mal mehrere organisatorische Fragen zu dem Strategie-Signaledienst. Das können wir auch noch mal kurz abarbeiten. Und zwar die erste ist, kann ich das Ganze mit CFDs umsetzen? Da habe ich schon geantwortet, aber vielleicht auch an alle. Natürlich kann man die Sachen auch mit CFDs umsetzen, aber wir werden das Ganze mit Hebelprodukten machen in einem 25.000-Euro-Depot. Heißt also auch, dass die ganzen Berechnungen der Einstiege, Ausstiege und so weiter im Derivat selber stattfinden. Es wird ganz klar gezeigt, was wir handeln. Also die WKN wird angegeben. Es wird gezeigt, wo wir gekauft haben oder wo wir kaufen werden, falls eine Order mit Stop-Buy oder mit Limit aufgegeben wird. Und es wird, wenn es einen Stopp gibt, dieser auch im Endeffekt dann im Derivat selber angegeben. Aber wer das natürlich mit CFDs umsetzen möchte, ist auch möglich, sollte dann aber schauen, dass er das Derivat sich im Endeffekt sonst nebendran immer offen hat, damit er sieht, wie die Kurse sich dort entwickeln und wie es dann im CFD ist. Warum wir das auch so machen, ich sage es auch nochmal hier auf der Tonspur, ich hatte schon das ein oder andere Mal jemandem geschrieben, wir werden ansonsten immer wieder Punkte haben, wo eventuell wir sagen, okay, wir steigen ein im Derivat auf den DAX als Beispiel bei 12.000 Punkten und sagen dann, das Derivat steht dann, ich sage jetzt einfach nur ein Beispiel, bei 5 Euro. Jetzt kann es ja sein, der Markt dreht bei 11.999 Punkten. Wir sind aber in dem Produkt durch das Limit eingetriggert worden bei 5 Euro. Aber im CFD ist es vielleicht nicht nur zu einer Ausführung gekommen. Oder bei vielen CFD-Anbietern ist das ja nur eine DAX-Indikation, die sich manchmal
ein bis drei Punkte vom DAX entfernt bewegt. Heißt also, wir sagen im DAX, wir steigen mit 12.000 Punkten ein. Dann gibt ihr die Order beim CFD-Anbieter an. Beim CFD-Anbieter ist aber dann 12.002 Punkte gewesen und so weiter und so fort. Von daher machen wir das so, damit es ganz klar und transparent ist. Wir werden das im Derivat selber angeben, nicht im Basiswert. Heißt also, wenn das jemand im Basiswert selber umsetzen möchte mit CFDs oder mit Futures, wie auch immer, der müsste dann entsprechend sich das selber umrechnen oder müsste einfach nebenbei das Derivat laufen lassen, damit er sieht, wann ein gewisses Limit getriggert wurde und könnte dann entsprechend ein- oder aussteigen. Dann nochmal, weil es nochmal die Frage kam, ich hatte es eben schon dreimal gesagt, glaube ich, aber ich sage es jetzt nochmal, man braucht keine Sorgen zu haben, es wird danach ein kostenpflichtiges Abo geben, wenn diese 2000 Euro im Referenzkonto erzielt wurden. Aber das Abo, das man jetzt sozusagen kostenlos abschließt, wird nicht automatisch in ein kostenpflichtiges Abo übertragen. Heißt also, es wird so sein, wir werden eine Übergangsfrist haben. Sobald die 2000 Euro erzielt wurden, sagen wir, okay, jetzt, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr das weiter kaufen, dieses Produkt. Dann innerhalb der nächsten 2 Wochen müsst ihr euch anmelden und wer sich nicht anmeldet, fliegt einfach aus dem Verteiler raus. Wer sich anmeldet danach, ist weiterhin dabei. Also wirklich keine Sorgen haben. Es ist völlig kostenlos und unverbindlich bis zu diesem Zeitpunkt, bis die 2000 Euro erzielt wurden und danach wird es eine extra E-Mail geben. Da jetzt auch noch kam, ich kam etwas später dazu, wo ist der Link? Ich poste den Link jetzt auch noch mal kurz hier in den Chat rein. Wer also etwas später dazu gestoßen ist, hat den dann auch noch mal zur Verfügung. René, dann vielleicht an dich noch mal ganz kurz die Frage, welche Märkte werden gehandelt? Welche Märkte werden überwiegend gehandelt in diesem Strategiesignaledienst? Britisches Pfund, Euro, US-Dollar, S&P und DAX. Das sind im Prinzip alle Märkte, die dort nach jetzigem Stand gehandelt werden. Da wird auch jetzt nichts großartig Exotisches dazukommen. Es kann sein, dass wir irgendwie, keine Ahnung, irgendwann nochmal einen Markt dazunehmen, aber es wird jetzt nicht so sein, dass wir auf einmal nach 2 Jahren da irgendwie im Kaffee rumhandeln und Lean Hogs und dergleichen, sondern das wird bei diesen Märkten bleiben. Nur bitte nicht darauf festnageln, dass wir jetzt irgendwie nach 5 Jahren nehmen wir den Schweizer Franken dazu und irgendeiner sagt, ihr habt doch gesagt, nur diese 4 Märkte. Also das wird im Kern dabei bleiben. Aber auch gerade dazu, wir haben ja heute um 18 bis 19 Uhr, vielleicht auch nochmal der Hinweis, 18 bis 19 Uhr haben wir genau zu diesen Themen, zu diesem Projekt ja das Webinar, das erste von 3 vorbereitenden Webinaren. Da könnt ihr alle unter genau diesem Link hier, wird ein Trading Insights Spezial sein, auch teilnehmen und da beantworten wir oder besprechen wir all diese Fragen auch interaktiv. Das heißt, alles, was ihr jetzt hier irgendwie fragen wollen würdet, könnt ihr auch gerne dort als Fragen stellen. Wird auch aufgezeichnet für diejenigen, die jetzt nicht teilnehmen können. Und da werde ich halt erklären, was wir worauf wir uns einstellen müssen, was der Charakter der einzelnen Strategien ist und so weiter. Also da seid ihr herzlich eingeladen, heute dabei zu sein, 18 bis 19 Uhr. René, ganz kurze Frage dazu, beziehungsweise auch die Aussage direkt. Das ist ja ein Trading Insights Spezial. Du hast es schon gesagt, heißt also, der Link zum Webinar wird derselbe sein. Man sollte dann eigentlich, weil da kam jetzt eben auch mehrfach die Frage, warum ich keinen Link erhalten habe, also nicht ich, sondern der Teilnehmer, dass man wahrscheinlich dann einfach auch vom System wieder 1 Stunde vor Webinarbeginn einen Trading Insights Link bekommt. Es ist genau der gleiche Link wie heute Morgen. Man muss sich da jetzt nicht nochmal anmelden für eine neue Webinarreihe. Genau. Genau, dann noch die Frage, genau, klar, Roland fragt, wird bei Schwäche auch auf fallende Kurse getradet? Klar, also wir handeln Long und Short, natürlich auch in diesem Strategiesignaledienst. So, dann, dumm, 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 dumm. Genau, Aufzeichnung wird es wie von jedem Webinar von uns auch geben. Heißt also, wer heute Abend keine Zeit hat, dem schicken wir den Link dann auch nochmal zu. Keine Sorge, man verpasst da nichts. Es wird auch auf YouTube gestellt. Und man kann sich dort entsprechend anmelden. Und gerade vielleicht auch nochmal, weil das kam, du hast gerade ja gesagt, DAX, S&P 500, britisches Pfund, US-Dollar, Euro, US-Dollar, das sind die ersten Märkte, sollten dann weitere dazukommen, werden das aber, so wie ich es kenne, René, Standardmärkte sein. Da wird jetzt nichts komplett Ausgefallenes vorkommen, was es nirgendwo zu handeln gibt, sondern das wird schon Standard sein, dass man das auch mit CFDs, mit Futures oder eben mit Derivaten, muss es ja sowieso, dann entsprechend umsetzbar ist. Genau. So. Dann sind wir eigentlich mit den Fragen soweit durch. Da kamen jetzt gerade noch andere Fragen zum Kaffee, Kakao und so weiter und so fort. Das würde ich jetzt mal sagen, das wird jetzt zu weit führen, weil dann sind wir wahrscheinlich um 1 Uhr noch hier, 13 Uhr. Heißt also, falls
dringende Fragen sind, einfach uns eine E-Mail schreiben, beziehungsweise die E-Mail am besten an abo@remoneytrader.com richten. Dann kann die Antonia das entsprechend weiterleiten oder halt im nächsten Webinar, wenn es dann auch zu dem Thema passt, dort nochmal die Frage stellen. Ansonsten können wir natürlich jetzt nicht bei jedem Webinar alle möglichen Strategien nochmal durchgehen. Aber wir sind soweit durch von meiner Seite. Ich sage auf jeden Fall einen schönen Tag. Noch hier kommt auch gerade die Sonne raus. Es war ja dann doch morgens und abends ist es teilweise noch relativ kalt, aber jetzt scheint es wieder besser zu werden. Von daher genießt das schöne Wetter. Ich wünsche ab morgen weiterhin viel Erfolg beim Trading. Falls wir uns heute Abend hören um 18 Uhr, freue ich mich auch drauf. Und bis dahin sage ich schönen Tag noch, weiterhin gute Trades ab morgen und macht's gut. Ciao. Ja, auch von mir. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. 18 Uhr geht's los mit dem Trading Insights Spezial. Da werden wir dann, wie gesagt, da nochmal vertiefend drauf eingehen auf solche wichtigen Punkte, die es da zu wissen gibt. Ist auch für diejenigen interessant, die vielleicht gar nicht an dem Projekt teilnehmen, sondern auch einfach zum Thema Portfoliostrukturierung. Was ist der Charakter von Strategien, die robust sind? Ist also auch für diejenigen interessant, die vielleicht sagen, ich mache das in Eigenregie, ich brauche niemanden, der da vorturnt. Könnt ihr auch gerne reinschauen. Ist also jetzt kein reines projektspezifisches Webinar, sondern da wird man auch Lehren für sich draus ziehen können. Webinar wurde aufgezeichnet, werden wir so schnell wie möglich online stellen auf dem YouTube-Kanal. Falls ihr den noch nicht abonniert habt und es euch interessiert hat, könnt ihr das natürlich gerne tun. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und wünsche euch noch einen schönen Tag.